bin Frauke Voth, ich bin Pflegedienstleitung und Qualitätsbeauftragte hier im Alten- und Pflegeheim Versandhof. Ich freue mich heute, Thorsten Eibig zu treffen, weil ich einfach denke, dass ich ihm vielleicht aus einer anderen Perspektive zeigen kann, was Pflege auch ist. Was es für die Mitarbeiter bedeutet, doch zu sehr schlechten Lohnbedingungen, die nicht von der Einrichtungsleitung gemacht werden, sondern von oben gemacht werden, hier tagtäglich Herzblut reinzustecken und trotzdem ehrlich, empathisch den Bewohnern gegenüberzutreten. Liebe Frau Voth, danke, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Wir beide sind ja zwar in einem fachlichen Rahmen heute zusammen, aber wir sind ja auch in einer Partei und ich fände es ganz schön, wenn wir uns duzen könnten. Ist das okay? Oder? Das ist okay für mich, ja. Ich bin Thorsten. Ich bin Frauke. Das freut mich. So. Als Oberbürgermeister viele Jubilarehrungen gemacht und das ist mir immer wieder aufgefallen, dass dort in den Räumen, in den Einrichtungen Erinnerungsgegenstände, die Jahrzehnte alt waren, also nicht aus den letzten Jahren, sondern ganz oft Bilder aus den 50er, 60er Jahren. Ja, das ist deren Zuhause. Die Menschen leben hier und wir sind ja im Grunde genommen alle, die hier arbeiten, nur Gäste. Ja. Es ist ihr Zuhause und das sollen sie sich. Das ist das Verständnis auch. Ja, ja, das ist auch ganz klar mein Verständnis. Ja. Also es hilft hier nichts, jetzt Hochglanzmöbel reinzustellen. Das ist kein Zuhause. Okay. Die Generation hat so ihre Wohnzimmer eingerichtet und möchte das dann auch so hier weiterleben dürfen. Ich habe gesehen, ihr habt auch einen ganz leckeren Speiseplan. Heute gab es Milchreis mit Zimt und Zucker, eins meiner Lieblingsgerichte. Ja, jetzt kocht ihr es. Ja, zu spät. Kocht ihr selber? Wir kochen selber. Ja. Und die Heimleitung isst auch selber mit. Das ist ja auch mal noch so eine Qualitätskontrolle. Okay. Die holen sich das Essen, nehmen es mit. Das ist ja, was du machst, ein, muss man mal deutlich sagt, ein Job mit Zukunft. Ne? Also diese älter werdende Welt braucht Frauen wie dich in Zukunft viel, viel mehr. Ja, bräuchte. 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 Bräuchte, ob man es allen Menschen immer so anraten kann, diesen doch sehr wundervollen Beruf zu lernen. Ist hart, ne? Es ist ein sehr harter Beruf. Er ist nicht wirklich familienfreundlich durch den Schichtdienst einfach. Ja. Und Wochenend- und Feiertagsarbeit. Aber die Kollegen, die es machen, machen es auch mit Herzblut. Ja. Und die Bezahlung ist auch nur mittelprächtig bis schlecht. Das Zweite, was die Pflegekräfte auch hier im Haus sehr belastet, ist die Einführung der Pflegekammer. Okay. Also zumindest so, wie sie geplant ist. Ja. Also sie haben grundsätzlich und ich auch nichts gegen eine Interessenvertretung der Pflege. Ich finde, die ist auch wichtig. Das war für uns ja, der Treiber gewesen. Genau. Also den Beschäftigten auch ein Gremium der Begleitung, der Betreuung, der Unterstützung an die Seite zu stellen. Wo siehst du die Probleme und was ist daran nicht gut? Ich sehe die Probleme in der Finanzierung. Also einer Pflegekraft oder einer Pflegefachkraft, die heute schon nicht in der Lage ist, mit ihrem Vollzeitjob eine vierköpfige Familie zu ernähren, soll jetzt auch noch Pflichtbeiträge zahlen. Da hätte man vielleicht... Die aber einkommensabhängig sind. Aber trotzdem, ich glaube, wir reden da, glaube ich, um 10er pro Monat, Pi mal Auge, was ich gelesen hatte. Und das jemandem klarzumachen, dass das Geld dann auch noch fehlt, wo man heute schon eigentlich seine Familie davon nicht ernähren kann. Das ist, glaube ich, schwierig. Was für mich jetzt neu ist, dieser Aspekt, den du reinbringst, ist es gar kein grundsätzlicher Widerstand. Den habe ich nämlich nie verstanden, warum der so sein sollte. Sondern gibt uns doch mal einen Vorlauf, bis das Ding ans Laufen ist und lass uns nicht diese bürokratischen Vorentwicklungen, bis die mal funktioniert, die auch finanzieren. Ich kann das im Augenblick von den Strukturen nicht überblicke ich nicht gut genug, um zu sagen, was kann man da tun. Aber das Argument nehme ich gerne mal mit, auch in die Fachgespräche, die wir haben und in die Begleitung. Wir sind jetzt, glaube ich, dabei, dass die Strukturen aufgebaut werden, dass die sich einrichten. Ab wann soll der Beitrag gezahlt werden? Also es geht jetzt Anfang 2017, glaube ich, in die Registrierung, sodass dann ab Anfang 2018 also davon dann, gesprochen wird, dass dann es zu diesen Beiträgen kommt. Und ich glaube, Pflege wäre einfach gut unterstützt, wenn man sagt, bis es läuft, wir geben noch mal ein bisschen Geld rein. Ja. Sodass man einfach der Pflege auch die Chance gibt,
das nicht negativ zu sehen, ja, sondern ich das, diskutiere das nochmal mit, auch mit dem Ministerium. Ich sage dir nochmal Bescheid, wie da die Antwort dazu ist, wie die Argumente sind, und dann tauschen wir uns dazu nochmal aus. Ja? Sehr gerne. Gut. Finde ich super. Klasse. Meine Mama ist jetzt auch im Alter, wo es vielleicht nicht immer weitergeht, auch in der eigenen Wohnung. Und das ist ein Thema, vor dem ich ein bisschen Scheu habe, weil immer dahinter steckt dieses, du schiebst dann deine Mutter ab. Und das, sie hat innerlich, ich habe mit ihr versucht, das schon mal zu besprechen, oder Westen, die wohnt in Bielefeld, willst du nicht lieber zu uns kommen, und dann suche ich dir was, und dann ganz großer Widerstand. Und ich selber habe auch kein gutes Gefühl. Was machen wir da, was läuft gesellschaftlich falsch? Also ich glaube, viele haben eine Vorstellung davon, und vielleicht ist das ja auch in der einen oder anderen Einrichtung nicht so gut ist wie eure, nicht ganz falsch. Das ist vielleicht doch nicht so ein schöner Ort. Also was unterscheidet die Guten von den nicht so Guten, und was müssen wir tun, auch in der gesellschaftlichen Debatte? Wir sind immer weniger, die Familien werden immer kleiner, wir werden ohne dass sie nicht dahin kommen können. Und wenn wir das alles, wie ich jetzt ein bisschen von mir her schiebe, das ist auch, kann ja auch keine Antwort sein. Keine Lösung. Jeweils in der familiären Situation, ja, wo man manchmal nicht ganz so mutig ist, wie man es als Politiker gerne sein will, aber wenn man ein Sohn ist und auf so eine Mutter trifft, dann ist es schwerer. Also was würdest du raten? Also ich glaube, gesellschaftlich muss es erstmal dahin kommen, dass nicht alle Heime schlecht sind. Ja. Es gibt schwarze Schafe, die gehen auch durch die Presse, und das Problem ist immer, dass die Presse sehr gerne drauf springt, alle sind schlecht. Genau. Also dieses über ein, das auch mein Bild, ehrlich gesagt. Dieses, ne, über einen Kamm scheren, das ist ja das, was relativ fatal ist. Ja. Ich habe in den letzten Jahren viele auch Hospize besucht, und es war für mich sehr bewegend, welche Bedeutung es hat, auch auf den letzten Metern was du gesagt hast, dieses Zuhause zu geben und ein Gefühl von, du bist nicht alleine, zu geben. Und nicht auf einmal in so einer Gerätemedizin abgesetzt zu sein und jetzt sterb einfach vor dich hin, sondern kam einem fast die Tränen, so als Geschichten erzählt wurden, wenn nochmal eine Erinnerung geweckt wird, wenn man nochmal mit einem Musikstück konfrontiert wird, wenn man einfach bei diesen Menschen da ist und sie begleitet auf diesem Weg, wie schön und wie wichtig das ist. Und das ist mir sehr bewusst geworden, als du gesagt hast, wie eine Qualität einer Gesellschaft zeigt sich, wie sie auch die letzten Meter mit einem geht und wenn sie das hinbekommt. Und wenn aus dem Heim, ist ja auch ein negativer Begriff, ein letztes Zuhause wird. Was mich sonst so umtreibt, dass ich es schade finde, dass so jüngere Menschen einfach wenig Interesse für Politik entwickeln. Dass es uns in der Politik auch nicht gelingt, die über einen Wahlkampf hinaus anzusprechen, mitzunehmen. Ja. Klar, Politik ist trocken, ist teilweise furztrocken, braucht viel Geduld. Das erlebe ich hier in der Gemeindevertretung auch. Ich merke das bei den drei Jungs zu Hause, dass dieses das Verstehen, wie funktioniert das eigentlich, was macht so ein Ministerpräsident? Es ist so abstrakt und so fern. Das ist wirklich selbst am Küchentisch gar nicht leicht zu erklären. Und wir haben so ein bisschen verloren, dass wir eine spannende Geschichte über uns erzählen. Eine spannende Geschichte, die müsste am Ende bei der Ortsvereinsvorsitzende anfangen, bei der Gemeindevertretung. Was ist daran cool? Wieso ist es toll, dass es das gibt? Und wie wäre die Welt, wenn es so etwas nicht gäbe? Wir haben, glaube ich, verlernt, das ist auch ein bisschen dieses Europaproblem, dass die Menschen sich daran gewöhnt haben. Es war ja scheinbar immer so. Und dass das schon bei unseren Großeltern gar nicht so war in deren Leben. Meine Großeltern, die waren Soldaten im Zweiten Weltkrieg, da war das nicht so. Und den jungen Leuten, das darf keine belehrende Geschichte sein, sondern wir müssen ihnen irgendwie das Schöne an der Demokratie besser erzählen. Und da sind wir nicht gut drin. Wir können die Institutionslehre, wir sagen, wie Gesetze zustande kommen, das lernen sie alles. Aber was wäre, wenn wir wieder eine Diktatur hätten? Das erzählen wir ihnen gar nicht, weil wir es für unvorstellbar halten. Aber es ist, glaube ich, gar nicht unvorstellbar. Und nichts ist unvorstellbar. Ne, wenn wir gucken, wie in Frankreich gerade die Mehrheitsverhältnisse aussehen, wenn wir uns das mit Trump angucken, ein schmaler Grat, auf den wir gehen. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Wir müssen andere Geschichten haben. Und unsere Lehrer müssen mit Begeisterung über dieses
besonders tolle Geschenk, das wir in der Demokratie sein dürfen, erzählen. Dieses Bild des Zuhauses, das ist etwas, was auch für meine eigenen Gespräche zu Hause jetzt, wenn ich mit meiner Mutter rede, dann kann ich die Geschichte, glaube ich, auch anders erzählen. Und diesen letzten Umzug, den du beschrieben hast, dass das keiner ist in einer Abstellkammer, sondern in einem Zuhause. Das war ein sehr schönes Bild. Und das brauchen wir, glaube ich, stärker. Und dann muss man Glück haben, dass man auch so tolle Leute trifft wie dich. Dankeschön. Und da kann die Politik ja auch noch was tun. Da kann sie was tun, ja. Und das Bild in der Gesellschaft einfach nochmal für die Einrichtungen, die sich kümmern. Und die wollen niemanden abschieben, die wollen einfach nur ein Zuhause bieten. Den Menschen, denen man anders nicht mehr helfen kann. Deine Anregungen nehme ich gerne mit und ich werde mich bei dir melden. Das freut mich. Und auch das Thema Schule. Wie kriegen wir die jungen Leute denn ans Wählen? Nicht, damit wir jetzt nur mehr Stimmen bekommen, sondern dafür einfach diese Demokratie. Wir sehen es ja gerade, wie fragil das alles ist in der ganzen Welt. Diese Wertschätzung, die braucht eben auch junge, engagierte Demokraten. Und da bin ich auch, wie du, in Sorge, dass uns das gerade verloren geht, dass das irgendwie so ein Modethema ist. Das ist irgendwie Demokratie, Hammer, ja, was sollen wir uns denn kümmern? Genau. Und wenn du das beginnst zu denken, dann ist schon fast vorbei. Dann ist fast zu spät. Dann ist fast zu spät. Also. Dankeschön. Ganz lieben Dank. Ich habe auch zu danken, dass du dir die Sorgen der Pflege mal angehört hast. Sehr gerne. War ein sehr nettes, interessantes Gespräch. Dankeschön. Fand ich auch. Danke.